Heute begrüße ich den Florian Schneider, Inhaber der ASK-Gruppe hier bei uns in Schloss Wernstein. Und der Grund unseres Gesprächs heute ist das Thema Altersnachfolge. Und jetzt stand wieder in der ASK-Gruppe eine Altersnachfolge an, die sehr gut gemanagt wurde. Wie hast du das gemacht, Florian? Wie haben wir das gemacht? So ein Thema wie Altersnachfolge braucht entsprechend zeitlichen Vorlauf. Wir haben uns letzten Endes die Frage gestellt, welches Anforderungsprofil muss denn der Kandidat für diese Nachfolgeregelung erfüllen? Und natürlich haben wir von Anfang an auch die Frage intern versus extern diskutiert und haben uns dann allerdings auch bewusst für jemanden von außen entschieden. Wir haben dann mit dem Anforderungsprofil, was wir uns damit letzten Endes selbst auferlegt hatten, haben wir letzten Endes auch versucht, hier am Markt jemanden zu finden und haben allerdings dann nach circa 1,5 Jahren festgestellt, wir waren mit unseren Netzwerken buchstäblich am Ende. Das war der Zeitpunkt, wo wir dann zum ersten Mal telefoniert haben und dann letzten Endes nach Suche und Vorstellung unterschiedlicher Kandidaten mit dir gemeinsam auch fündig geworden sind. Von daher Nachfolge geglückt. Wir sind durch, oder? Was waren aus deiner Sicht in der Retroperspektive Stolpersteine in diesem Prozess und dann Erfolgserlebnisse?